An der Stelle erstmal Couscous an 15.000 Mitglieder im Discord. Richtig nice, freut mich mega. Falls ihr noch nicht drin seid, kommt gerne rein. Link ist in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Forza Horizon 5 Video. Heute mit einem besonderen Auto hier, was es eigentlich noch gar nicht gibt. Ja, richtig geil, oder? Das ist mal wieder richtig super. Feier ich. Das feiere ich echt übelst an Forza, dass man hier einfach Autos bekommen kann, wo du weder was für getan hast und die eigentlich noch gar nicht da sein sollten. Finde ich immer richtig nice. Kann ich nämlich schon mal vorher die Videos raushauen, bevor ihr das nämlich haben könnt. Geil, ne? So, bevor gleich einer meint, hier, ich werde gleich gebannt oder so. Ich habe das legal bekommen, das Auto, ne? Alles gut. Kann auch jeder von euch legal bekommen, aber ist sehr unwahrscheinlich. So, pass auf, Junge. Hier, aktuelle Serie ist nämlich drin, jetzt die neue Season jetzt hier. Jetzt haben wir schon 7:30, ne? Ich wollte eigentlich jetzt schon längst live gehen auf Twitch, aber und die Serie hier machen. Aber gut, jetzt muss ich erstmal das Video machen. Zu spät aufgestanden. Auf jeden Fall, in der Serie kriegst du hier als allererstes Auto, also wir haben erstmal zwei Exklusivfahrzeuge, das erste hier, BMW M4, kriegst du für 80 Punkte und danach noch ein Mercedes 300 SLR für 160 Punkte. So, jetzt kann man ja sagen, ja okay, machst du halt jetzt hier die Season hier fertig, ne, und dann hast du halt die 80 Punkte, kannst den M4 abholen. Nein. Also man sieht da hier, ne, maximal kannst du, glaube ich, 63 Punkte erreichen und du brauchst ja für den Wagen 80. Ja, geht halt nicht, ne. Und ich hatte den Wagen schon, bevor diese Season hier kam. Ich verstehe auch nicht, wie das funktioniert, Digga. Ich will das auch gar nicht wissen, ist mir auch scheißegal. Auf jeden Fall kann man, wenn man ins Auktionshaus geht, da musst du halt ganz viel Glück haben, kannst hier schon den BMW M... Also... Nur mal so als Tipp für die Leute von Forza hier, ne? Wenn ihr nicht wollt, dass Leute schon das Auto haben, bevor das überhaupt in-game offiziell drin ist und man das... Also es hat doch, es kann ja noch niemand erspielt haben. Wenn ihr das nicht wollt, dann macht das doch einfach gar nicht erst rein, bevor das Auto nicht offiziell bekommbar ist. Das macht doch keinen Sinn. Lasst doch die Leute das Auto nicht verkaufen, wenn es doch noch offiziell gar nicht haben könntest. Müssen die selber wissen, was sie machen mit dem Spiel. Ist ja nicht mein Spiel, ne? Auf jeden Fall können wir den Wagen hier suchen. Finden wirst du da eher selten was. Wir können ja mal kurz gucken so. Also auf jeden Fall, gestern habe ich angefangen zu suchen hier. Und ungelogen, ich hatte nach 5 Minuten, hatte ich ein Auto gekauft. Nach 5 Minuten schon. Das ging richtig schnell. Ich habe dann, also insgesamt habe ich, glaube ich, jetzt hier bei der Suche, also da kommt dann immer ein Fahrzeug, insgesamt habe ich, glaube ich, so bestimmt 50, 60 M4s gesehen, aber ich habe nur einen davon bekommen und das sogar schon seit nach 5 Minuten. Ne? Also 5 Minuten gesucht, immer versucht zu kaufen und dann habe ich einen bekommen nach 5 Minuten. Danach habe ich aber nochmal 2 Stunden versucht, hier noch einen zu kriegen. Habe ich keine Chance gehabt, war ich angeblich immer zu langsam, ne? Also... Ich vermute auch, dass das hier einfach die Leute, die das am PC zocken hier, dass das von irgendwelchen Bots einfach gekauft wird, ne? Dass es so irgendwelche Programme gibt hier, die das einfach so schnell kaufen, dass du da mit normalen Fingern so gut wie gar nicht dran kommst. Wie dem auch sei, ihr seht, ich finde hier nichts, aber ich habe gestern noch einen Screenshot gemacht. Also muss ich mal gucken, steht der Verkäufer hier drin? Ja, steht da. Ich werde den Verkäufer einfach schwarz machen, weil ich bin hier kein V-Mann, ist mir scheißegal. Wenn die Leute meinen, die müssen das verkaufen, von mir aus können die gebannt werden, juckt mich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall nicht den V-Mann-Move hier machen. Muss Forza halt selber rauskriegen, wer die Scheiße da verkauft. Ich habe das offiziell im Auktionshaus gekauft, also mir kann keiner was. Wenn ich jetzt dafür gebannt werde, Digga, dann schicke ich die Xbox wieder zurück, da wo das hergekommen ist. Also das wäre absolut lächerlich. Ich habe das offiziell im Auktionshaus gekauft. Wenn man dafür gebannt wird, Digga, dann ist irgendwas nicht richtig. Auf jeden Fall, hier haben wir, ich habe jetzt nur die mit verschiedenen, also ich waren wirklich locker 40, 50, 60 Stück, ne. Hier haben wir zum Beispiel einen grünen gehabt. Danach habe ich hier noch so einen grauen, weißen, keine Ahnung, gefunden. So, dann sieht man, hier waren 2 Stück sogar. Beide nicht bekommen, ne? Klar. Dann hatte ich noch einen blauen gesehen. Also ich habe wirklich immer nur diese unterschiedlichen Farben gescreenshottet, damit man auch wirklich sieht, dass das wirklich verschiedene und mehrere Autos sind, ne? Wenn ich jetzt 50 Stück mit weiß fotografiert hätte, dann sagt irgendwann einer, ja, es sind doch alles dieselben. Na gut, dann haben wir noch so einen. Geile Farbe auch hier, ne? Richtig geile Farbe, Alter. So, und da ist er, den habe ich hier bekommen, ne? Den habe ich bekommen. Naja, Leute, also wir können ja versuchen... Aber ich sag mal, da kannst du eigentlich auch fast schon wieder Lotto spielen gehen, ne? Also es wäre sehr, sehr schwierig, ne? Selbst wenn du einen siehst und du bist ultra schnell. Ich war gestern, Digga, ich habe absolut meine Call of Duty-Finger ausgepackt, ne? Es hat mir echt nicht geholfen, außer bei einem Auto halt. Und das holen wir jetzt erstmal ab, Digga.
Meine Gebote. Jetzt sieht man auch nochmal, dass ich das ganz offiziell bekommen habe, das Auto hier, ne? Nicht, dass sich hier einer glaubt, ich habe das gemoddet oder so, ne? So, da. Oma, 138.000. Das ist noch ein Schnäppchen. So, da ist er. Da sieht man schon. Kein normaler M4, sondern M4 Competition. Man sieht schon am Logo vorne. Ja, es ist wieder absolut die Atomexplosion. Jetzt ist es so hell, Alter. Das gibt's nicht, ne? Warte mal. So, bisschen im Fotomodus mal dunkler gemacht, damit er nicht ganz so krebserregend aussieht. Ist immer noch zu hell, ne? So, Belichtung 35. Jetzt kann man so langsam wenigstens auch mal die Motorhaube erkennen, dass die auch da wirklich... Ne? Ja, ist immer noch ein bisschen zu hell, aber egal. So, ja, guck mal hier. Auf jeden Fall richtig geil, ne? Ich weiß nicht, was eure Meinung zu dem Ding ist, aber ich sag euch ganz ehrlich, ist es mir egal. Ich kann dieses Rumgejammer nicht mehr hören. Die ist so groß. Ja, Digga, du kannst das Auto sowieso nicht leisten. Was meckerst du überhaupt darüber, ne? Du fährst ein Fahrrad oder ein Fiat, Digga, so wie ich. Fertig. Also Maul halten. Ich find's auf jeden Fall nice, dass die hier einfach sich mal was Neues trauen, ne? Boah, ist ein Spoiler hier los, warte mal. Der Spoiler ist... Okay, das ist aber ein Bug. Oder es ist ein gemoddetes Auto, Digga. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe das ja im Auktionshaus gekauft, ne? Keine Ahnung. Kann auch ein gemoddetes Auto sein. Ich weiß nicht, wie das hier alles funktioniert. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass der Spoiler normalerweise violett ist. Na gut. Aber geil, ne? Richtig geiles Auto, Mann. Jo. Ja, absolut wieder hell hier. Aber warte mal, was war das Ding hier auf hier? Geht das überhaupt? Ja, es geht. Sauber. Schön. Ah, guck mal hier. Sieht doch geil aus. Da sieht man auch schon wieder, haben sie auf jeden Fall ein bisschen Mühe gegeben, das ein bisschen detailreicher hier zu machen. Sieht schön aus, gut gemacht. Hat der diese... Das sind nicht diese krassen Sitze, ne? Das sind die normalen Sitze, ja, ne? Das sind, glaube ich, nicht diese Ultraschallen-Mopeds, die man da haben kann, ne? Ja, ist ein bisschen schade, ne? Also ein Competition mit den normalen Sitzen. Hm. Zumal die ja auch so richtig geile Lackierungen haben, ne? Das fand ich ja auch so cool. Also das ist wirklich ein bisschen schade, weil der, den Sitz, den die dafür gemacht haben hier, es ist, glaube ich, wirklich der geilste Sitz all time, den ich jemals in irgendeinem Auto gesehen habe. Ohne Scheiß. Das Lenkrad ist ja Carbon hier. Schaltwippen auch Carbon. Ah ja. Guck mal hier, komplettes Carbon-Paket, aber nicht die guten Sitze oder was. Hier, Mittelkonsolen-Moped sieht auch geil aus. M4 Competition. Drehdrückschalter, danke BMW, ihr habt's einfach drauf. Drehdrückschalter, nicht so eine Touch-Pimmelkacke da, ne? Kann man das mal anschmeißen, den Haufen hier? Und kann ich das, wie geht das nochmal? Hupe? Nee. Hier? Ja, ja, genau. Der Wagen kalt, gib ihn 6,5, so ist richtig. Ja, zu dem Tacho habe ich ja hier schon mal was gesagt, ne? Im M8. Da sage ich jetzt nichts mehr zu. Ah, guck mal, das Navi-Display funktioniert sogar. Da ist ein G-Messer in der Mitte. Da müssen wir beim Fahren mal rausfinden, ob der auch funktioniert oder ob das wirklich einfach so ein starres Bild ist. 5000 EP. 10 Forsaton. Ende. Das war's. Okidoki. Sollen wir mal Optik? Ja, Optik machen wir gleich. Erstmal Motor. Wenn wir mal gucken, ob das hier noch... da geht ja sogar noch was. Jo, da fällt mir ein, es gibt auch mittlerweile einen CSL von dem, ne? Der ist ja auch übelst krank, obwohl der ja nur 550 PS hat. Aber der wiegt ja noch viel weniger, ne? Ich würde sagen, wir könnten uns einen CSL daraus machen. Aber ich glaube, von der Leistung her werden wir da noch weit drüber kommen, ne? Was gibt's noch hier? 4 Liter V8. Boah, der war aber mal richtigen Sound hier. Ah, den 5 Liter V10 haben wir auch immer noch. Geil. Ja, und den Racing 3 Liter Dings da hier wieder, ne? Das geht natürlich gar nicht. Standardmotor bleibt drin. Ja, Leute, Heckantrieb oder Allrad, ne? Kommt auf die Leistung an, müssen wir mal gucken. Ich will jetzt die Optikteile sehen, Digga. Gibt's hier geile Optikteile? Überall sogar was. Schmeckt. BMW gibt es und Forza. Ah, ja. Yeah. Das ist das BMW-Teil hier. Also wir haben hier so Frontleitbleche an der Seite dran. Aber der Grill hat sich auch geändert hier, guck mal. Irgendwie kann man jetzt den Kühler dahinter besser sehen. Nices Teil, was gibt's bei Forza? Ja, und Abstellparken wieder, ne? Auch, eigentlich auch ein geiles Teil. Aber wenn wir das schon vom BMW kriegen, ne? Spoiler. Der hat schon diese geile Lippe drauf, wie der M8, ne? Fand ich auch nice. Das ist auch... Alter, ist das jetzt... das machen jetzt alle, oder was, ne? Alle machen jetzt so schwanhalsähnliche Spoiler, glaube ich. Weil Porsche... Oder das bei Porsche gut angekommen ist. Guck mal, hier ist auch so ein Schwanhals, wirklich, ne? Krass. Was haben wir noch hier? Ja, alles klar. Und gar kein Spoiler, ja, okay. Gar kein Spoiler ist aber auch interessant für einen CSL vielleicht, ne? Der CSL hat zwar so dieses
diese verlängerte Dings hinten, ne? So Ducktail-mäßig. Das kriegst du jetzt hier zwar nicht, aber du kannst ja, wenn du ein CSL machst, nicht sowas drauf machen oder sowas. Musst du eigentlich so nehmen. Wir nehmen das, würde ich sagen. So, Heck. Man sieht wieder gar nichts. Hier ist komplett dunkel. Perfekt. Gucken. Vielleicht kann man hier... Ah, der. Ihr könnt das gar nicht sehen. Geil, Alter. Willkommen bei Star Wars, Junge. Was für ein Auspuff, ne? Den kenne ich aber schon. Den habe ich schon mal gesehen. Ja, das ist genauso, da kann man sich jetzt genauso drüber unterhalten wie mit dem Frontgrill da, ne? Es sieht halt, das ist halt nicht so 0815 Scheiße, ne? Kann wir auch mal nehmen hier, zack, zack. Es ist halt so von dem Licht gerade richtig schlimm, ne? So, das Teil wird jetzt Carbon und da hinten kommt noch so ein Moped dran, ne, hier. Auch geil, nehmen wir auch mit. Das waren die Optikteile, nicht viele, aber geile Teile. Junge, wird das hier immer heller oder was? Ey, ohne Witz, ich gehe jetzt hier raus, ne? Ich kann mir das nicht mehr geben hier, ne? Schauen wir das lieber hier auf, da kann man es besser. Ah, guck mal, jetzt kann man erstmal richtig sehen hier. Geil. Guck mal hinten. Das ist aber auch ein Auspuff, ne? Aber es ist echt was richtig Geiles, ne? Also ich finde, mit dem BMW hier hat BMW echt mal was Neues gebracht, ne? Bei BMW ist halt, keine Ahnung, Digga, seit 20 Jahren sehen die Dinger alle gleich aus, irgendwie, ne? Gefühlt so, ne? Im Innenraum finde ich das ganz schlimm bei BMW, ne? Das ist so wie bei iPhone, Digga. Sieht jedes Jahr gleich aus. Ja, wofür soll ich mir das noch kaufen, Alter? Deswegen finde ich es nice, auch wenn ja hier, ne, viel Diskussion besteht, aber deswegen finde ich es trotzdem nice, dass sie das hier gemacht haben, was sie gemacht haben. So, vorne 305er, hinten auch 305er. Macht das Sinn beim Heckantrieb? Ja, vielleicht bauen wir den ja noch auf Allrad, mal gucken. Felgen, geil. Richtig schöne Mopeds, aber zu klein. 19 Zoll ist auf jeden Fall viel zu popelig. Also 20 ist das Minimum. 21 machen wir aber rein. Was kommt denn da noch an Gewicht hier? Ja, ein paar Kilochen, scheiß drauf. Ne? Vorne kommen einfach rein. Wir haben so viel Zeit verplempert schon. Mal hinne machen jetzt hier. Oder machen wir erstmal Optik hier. So, Bremsmopeds. Ich mag ja die gelochten, aber die sind halt einfach noch größer, ne? Wenn ihr das sehen könnt. So, tiefer. Also das Ding ist wirklich sehr, sehr hoch, ne? Für ein Competition erst recht. Okay. Guck mal. Weißt du, ich hätte jetzt erwartet, dass er sich nur so ein kleines Stück nach unten bewegt, dass du es fast gar nicht siehst, ne? Aber er macht halt so einen kompletten Satz nach unten. Aber wir gehen gleich nochmal rein und machen das, glaube ich, nochmal ein bisschen tiefer. Das nehmen wir noch mit hier, das auch mit Überrollkäfig. Also das können wir hier... Oh, ja, warte mal. Was stimmt denn mit dem Auto nicht? Hä? Was kriegen wir jetzt hier? Panoramadach mit dem Sportfahrwerksverstärkung oder was? Panoramadach, Digga, aber komplett. Komplett, Digga. Auch die Säulen, es ist alles durchsichtig. Könnt ihr das sehen? Eigentlich müsste man jetzt mal gucken, wie es von draußen aussieht, ne? So. Jo, 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 Digga, jo. Warte mal, eine Ego-Perspektive auch, oder was? Jo. Nicht dein Ernst. Ja, moin. Willkommen im neuen, wie nennen wir das Ding? Ich würde ja Cabrio sagen, aber da das hier oben alles in der Luft liegt. Ich weiß nicht, was sie mit dem Auto gemacht haben. Der Spoiler hinten ist violett. Die Farbe Sportfahrwerksverstärkung hier, oder wie hieß das jetzt? Die macht hier einfach so ein Panoramadach rein. Ja, okay. So, jetzt aber hier Überrollkäfig. Man sieht den gar nicht. Ist der schwarz? Nee. Junge, ich wünsche mir seit Anfang an, dass man die Farbe hier ändern kann oder dass zumindest auch mal was Schwarzes gibt. Das ist schwarz. Es ist schwarz. LOL. Das ist das erste Mal. Das ist ja geil. Das nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Wir nehmen auf jeden Fall ein Sportgetriebe, weil dann haben wir dieses Pfeifen da nicht. Das hier noch rein. Das Rennen noch rein. Das muss ich aber echt beeilen, Alter. Haben wir hier noch was vergessen? Alles drinnen, ne? Ja, wie viel... Ach, ja, Leistung wollen wir noch. Gar keine Leistung hier, Junge. So, jetzt aber. Aber ja da. Scheiße, wir sind in der S2-Klasse. Das ist nicht gut. Das sehe ich jetzt erst. Ah ne, Auspuff kommt auch noch. Ja, dann sind wir bei 911. Sound. Das lohnt sich. Aber jetzt frage ich mich, können wir hier irgendwas noch auf schnell machen, was jetzt hier Dings, ja, Gewicht vielleicht, ne? Ja, 200 Kilo mehr drauf, dann wiege ich das Ding. Es ist immer noch wenig, ne?
wiegt der 1,6 Tonnen. Das ist dann ungefähr so auf CSL-Level. Komm, wir bauen hier ein sinnvolles Auto. Ich kaufe eh nochmal einen, wenn ich kriege. Also warte, wie viel PS haben wir jetzt hier? 950 PS. Das wird aber ein Krampf mit Heckantrieb, ne? Wie ist das hier mit Allrad? Dann kommen halt wieder so viel Dings dazu. Oh. Wir versuchen das mal, Heck, ne? Komm. So, jetzt haben wir gar nicht uns die Standardfarben angeguckt, Digga. Es ist heute echt ein Scheißtag, Digga. Alles vergessen. Also, was haben wir ja noch? Grau, schwarz. Dann haben wir noch das Grün hier. Sieht auch... Das sieht auch richtig geil aus, ne? Blau. Ja, auch nicht schlecht. Aber das hier, ne? Das habe ich echt gefeiert. Und dann mit diesen Sitzen, die auch so blau und dann dieses Gelb hier sind. Ja, komm, ich nehme das mal. So, Leute, ich habe noch einen bekommen. Richtig geil. Voll Glück gehabt. Ich habe nochmal einfach versucht. Auf jeden Fall habe ich da noch eine Folie gemacht. Deswegen habe ich jetzt zwei mit zwei verschiedenen. Also wir fahren jetzt mit einem rum. Und zwar mit dem fahren wir rum. Ne? Den haben wir jetzt ja gerade schon in der Farbe gemacht. Ich habe nur die Bremssattelfarbe nochmal angepasst. Und bla bla. Einfach nur, weil ich jetzt die Farbe geil finde. Ich will den Spoiler haben und damit rumfahren. Nice. Ich habe aber noch was anderes gemacht, was richtig geil ist, was aber auch, also das hat mich auch wieder den letzten Nerv gekostet, ne? So, den habe ich jetzt nämlich wirklich doch mal zum CSL gemacht. In diesem grau-blau-matt, wie der jetzt hier halt so ist, ne? Richtig nice, weil hier, da kannst du halt den Spoiler nicht drauf machen. Du musst die Standardschürze nehmen, weil sonst passt es mit dem Auspuff nicht. Bla bla, etc. pp, ne? Deswegen, und ich finde halt den Spoiler geil und das Heck auch, deswegen... Bin ich froh, dass ich noch einen habe. Aber das hier vorne, ne? Der Kühler, Alter. Oh. Der Kühler hat mich den letzten Nerv gekostet, Alter. Das so rot zu machen. Und ja, ich weiß, es ist zu weit am Rand noch hin rot. In Real Life ist das ja eigentlich eher so, dass da wirklich nur an der Kante von dem Schwarzen, ne? Dass nur ganz kleiner, dünner Zierstreifen rot ist. Aber das geht hier nicht so. Weil, wenn du das machst, dann wird das irgendwie verzerrt und geht trotzdem bis nach außen. Und dann sieht es am Rand ausgefranst aus. Also sieht scheiße aus. So sieht es auf jeden Fall geil aus. Und hier oben richtig nice. Ja, hier haben wir nämlich wirklich richtiges Carbon, ne? Ihr seht das hier. Da, richtiges Carbon. Nicht irgendwie schwarz oder irgendwas so 0815 mäßig. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und das in Carbon gemacht. Was leider nicht geht, ist auf dem Dach die roten Streifen. Kannst du nicht, weil es Carbon ist, kann man nicht lackieren. Aber ja, ansonsten hier an der Seite natürlich den roten Streifen auch nicht vergessen. Problem ist hier, der rote Streifen an der Seite ist eigentlich auf dem Carbon-Teil hier unten, was aber nicht funktioniert. Das Gute ist, ich habe das alles so angepasst, dass ihr keine Probleme habt, weil, warte mal, ich muss nur kurz zeigen, das hier hinten ist ja jetzt ein Hochglanzteil und kein Carbon. Das Ding ist nämlich, wenn man die Teile ändert, kann man die lackieren. Und wenn ich jetzt ein Volldulli gewesen wäre und mir keine Mühe gegeben hätte, dann hätte man jetzt das Problem, wenn ich hier zum Beispiel den Seitenschweller ändere, dann würde jetzt der Seitenschweller nicht Carbon sein, sondern blau. Also dieses Grau-Blau hier, ne? Weil man das lackieren kann. Ich habe das aber wirklich, wie gesagt, komplett so angepasst. Ihr könnt Teile dran und drauf packen, wie ihr Bock habt. Wir nehmen jetzt mal das Teil hier dran, ne? Zack, zack. Nehmen jetzt auch mal das Heck mit. Zack. So, so, wenn man jetzt hier irgendwas nimmt hier, wir machen das hier so. Jetzt hast du nämlich das ganze Teil hier. Seht ihr das? Das ganze Ding ist nämlich jetzt nicht mehr aus Carbon hier hinten, sondern pink. Das ist halt Schmutz, ne? Vorne, hier an der Seite ist es übrigens gar nicht so. Nicht vertan. Das ganze, er lackiert das komplette Carbon-Teil da unten, Alter. Das ist so ein Scheiß, ne? Das hat mich auch den letzten Nerv gekostet, ey. Das Ding ist nämlich, wenn ich das jetzt so speichern würde und ich mache die Standardteile wieder dran, dann ist das, was da unten schwarz ist, das bleibt dann auch schwarz, ne? Aber egal, ich habe das angepasst für alle Teile. Könnt ihr also machen, was ihr wollt. Ich habe den, aber das ist ja natürlich der bekannteste hier. Ich habe den aber nicht nur so gemacht, sondern, warte mal, natürlich mehrere Farben gemacht, weil ich glaube, es soll den oder es gibt den, ich weiß nicht. Es gibt den auch in schwarz und in weiß, ne? Also einmal die grau-blaue, dann habe ich einmal eine schwarz-glänzende gemacht, eine schwarz-matte gemacht und eine weiß-glänzende. Oh, pass auf, ich zeige euch eben die Codes hier, ne? Digga, das hat schon wieder jemand... Oha! Oha! Ey, das hat 150 Downloads. Das heißt schon mal mindestens 150 Leute haben dieses Auto bekommen. Aber egal, hier der Code für die grau-blaue wäre einmal der hier. 3, 2, 1, zack. So, dann haben wir CSL 2, sagen wir mal einfach so. Das ist der matt-schwarze. 3, 2, 1. So, dann haben wir CSL 3, das ist der schwarz-glänzende. Das ist der Code hier. 3, 2, 1. So, und dann haben wir noch den weißen, den haben auch schon ein paar runtergeladen. 3, 2, 1. Abfahrt.
Perfekt, es ist dunkel. Ja, das finde ich richtig geil. Ich wollte ja auch den Leuten gar nicht die Farbe zeigen oder so. Na komm, gehen wir kurz irgendeinen rein. Wäre natürlich cool, wenn man im Fotomodus einfach die Uhrzeit und das Wetter einstellen könnte, ne? Ja, genau. Genau. Mach erstmal schön kaputt, das Ding. Ja, so sieht es halt draußen aus, ne? Ist halt einfach... Ich lobe mich ungern selber, ne? Aber die Farbe ist einfach perfekt getroffen, ne? Es ist perfekt getroffen. Wenn du es nicht weißt, siehst du auch kaum, dass es blau ist. Du siehst es eigentlich gar nicht. Du musst es neben irgendwas Weißem stellen, um zu sehen, dass es wirklich dieses Grau-Blau ist. Und das ist halt der perfekte Mattton, ne? Hab lange daran rumexperimentiert. Ja. CSL, Digga. Habt ihr dann auch, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, Motor passt gar nicht, ne? So, guck mal. Sonnenaufgangsfeeling sieht das auch schon mal. Ah. Schöne Farbe, ne? Es ist sowieso irgendwie eins meiner Lieblingsfarben geworden, glaube ich. So ein limettenmäßiges Grün, ne? Richtig geil. Können wir direkt mal hier ein Bild machen, oder? Zap, zap, findet ihr dann im Discord. Ist ja auch ein S1-900 Auto. Ich hoffe, dass das Ding gut ist, weil ich brauche einfach echt ein S1-900 Auto, ein gutes noch, ne? Hab zwar schon ein paar, aber so ein BMW wäre halt schon geil. Hört sich nice an, Alter. So, ja, genau. Jetzt guck mal, von innen der Überrollkäfig links, ne? Auf der linken Seite diese ausgestanzten Kreise da. Voll geil irgendwie. Alter, hat das Ding einen lauten Standsound? Es ist übertrieben laut. Junge! Der Gehmesser hier im Navi-Bildschirm funktioniert. Ich kack ab. Ich hab fest damit gerechnet. Es wird nicht funktionieren. Es ist doch sonst immer ein starres Bildschirm. Guck mal, das funktioniert. Das funktioniert, Digga. LOL. Und anscheinend sogar genau synchron mit dem Gehmesser, der da hinterm Lenkrad noch ist. Guck mal. Was für ein geiler Klang. Oh, ui, lol. Kam da gerade ein Furz raus, oder was? Habt ihr das gehört? Jo, der macht das immer, Alter. Was? Ja, moin, kaputt. Digga. Als ob. Das sieht auch krank aus. Guck mal, agil auch, ne? Ja, ja, klar, ne? Jetzt haben wir natürlich Heckantrieb hier. Und keine Traktion. Der haut da wirklich immer so einen Furz raus, ne? Hallo? Ja, okay, dann leck mich. Ja, willkommen bei BMW, Freunde. So läuft der Hase hier. Und nicht anders. Geil. Alter, der Klang beim Schalten ist schon geil. Alter, das ist wirklich... Er gefällt mir irgendwie mit... Lala. Das ist scheiße, der gefällt mir besser als ein M8 irgendwie, ey. Weil auch die Optikteile so nice sind bei dem, ne? Sieht voll geil aus. Es macht einfach nicht nur dieses Furzen, sondern alles so. Das macht voll den geilen Klang beim Schalten, ne? Da willst du einfach die ganze Zeit nur durchschalten mit dem Ding. Mach keine Handbremse oder so, ne? Nur so. Aber ja, was willst du aber erwarten, ne? Wir machen mal Traktionskontrolle an. Ist ja 950 PS, ist ja schon krank, ne?
Machen wir mal jetzt hier so, Traktion ist an, machen wir mal einen kleinen Launchy. Mal gucken, wie das abzwiebelt jetzt hier. Im ersten Gang ein bisschen schwierig, ne? Ich frage jetzt, wie die Kurve jetzt so ist, ne? Also wenn die Kurve fahrbar ist, dann kann man den auf Heckantrieb fahren, ne? Why not? Der Scheißsound, ey. Das ist wirklich einer der schönsten BMWs für den Wetter, ohne Scheiß. Ne, gar nichts. Ich mach mal Handbremse. Okay. Das ist ja geil, Alter. Ohne Traktionskontrolle hast du natürlich komplett den Driftwagen irgendwie, ne? Mit Traktion hat er gar keinen Bock, quer zu gehen. Oder halt, der dreht sich komplett rum, ne? Aber du musst auch die Handbremse drücken. Ohne geht's gar nicht. Das heißt, du kannst dir eigentlich ein Allrad schenken. Ah, jetzt! Ah, ja, geht ein bisschen jeder. Mal ein bisschen üben vielleicht. Ja, dann hört er auf, ne? Ja, geil. Ist doch mal nice, ne? Finde ich gut. Dann lass uns das so fahren. Wir fahren das mit Heckantrieb. So, ab auf die Teststrecke. Jetzt bin ich mal gespannt, Mann. Ja. Hat man gesehen, der erste Gang ist schwierig. Habt ihr das gehört jetzt? Also, die haben... Also, ich habe ein Update runtergeladen, das waren 10 GB oder so, ne? Die haben die scheiß Soundprobleme immer noch nicht behoben, oder was? Habt ihr das gehört gerade? Ich fahre durch den Tunnel durch, Digga. Es ist auf einmal übelst laut. Tunnel, das war ja nur eine Brücke. Aber es hört sich an wie im Tunnel, so. Das ist echt nervig bei dem Game gerade, ne? Es könnte auch sein, dass es eventuell an dem Dolby Atmos liegt. Ich habe mir eigentlich Dolby Atmos hier noch gekauft. Für einen geileren Sound noch für euch, aber... Ja, keine Ahnung. Das hatte ich aber schon vor dem Hot Wheels Update runtergeladen. Das Dolby Atmos. Da hatte ich keine Probleme. Erst mit dem Hot Wheels Update kam das so. Aber jetzt haben die das immer noch nicht. Digga, wofür ist denn das 10 GB Update, Digga? Für drei Autos oder was? Ich dachte, da sind mal ein paar Bugs behoben worden. Warum sind die so schnell? Warum ist der. Eww! Wahrscheinlich, Junge! Warum ist der so schnell? Habe ich auszusehen wieder die Schwierigkeit höher gestellt? Aber selbst dann, ey, er fährt ja auf der Geraden an mir vorbei. Ey. Als wäre das so gar nichts. Aber der Wagen fährt sich gut, ne? Ich bin gerade zwar voll Dulli gefahren, aber fährt sich echt gut. Kommt da aus allen vier Auspuffrohren das Feuer raus? Ja, ne? Jo. Geil. Oh, richtig. Oh, ja, nein. Scheiße. Naja, warte mal. Anhalten. Ach komm, ich spule zurück. Sonst ist auch die Zeit verfälscht am Ende, ne? Scheiß drauf. Dann willst du einmal gucken, ob du das Ding ein bisschen quer kriegst hier. Wenn du jetzt komplett übertreibst, also bremsen und in die Kurve reinlenken, dann, ja, habt ihr gesehen. Aber ansonsten, Junge, kannst ja easy fahren mit dem Ding hier, ne? Mal hier. Heckantrieb, ne? Aber man sieht auch, dass die Traktionskontrollleuchte quasi durchgehend an ist, ne? Das kann auch der Grund dafür sein, warum die Typen da gerade so schnell waren. Weil die Traktionskontrolle die ganze Zeit die Geschwindigkeit runterdrosselt, damit er nicht durchdreht. Ich sehe das, die blinkt wirklich die ganze Zeit, ne? Guck mal, jetzt ist sie durchgehend an. Ja, also... Vielleicht ist man sogar wirklich doch besser dran, wenn du Allrad nimmst. Dann bist du wahrscheinlich echt viel schneller, ne? Weil die hängen mir ja voll am Hintern. Ich komme gar nicht vom Fleck. Es wird auch die ganze Zeit nur von der Traktionskontrolle runtergeregelt, ey. Aber guck mal, wie schön er sich fährt, ne? Richtig geil. Aber so ist er definitiv zu langsam. Ist zwar S1 900, aber das ist definitiv zu langsam. Also das Ding, das regelt ja nur, ey. Du lenkst leicht ein. Guck mal.
Digga, was? Er ist die ganze Zeit nur da am An- und Ausgehen, das Ding. Guck mal, jetzt schon wieder. Ja. Ja. Oder du musst einen A800-Wagen daraus bauen, aber ist auch ein bisschen zu langweilig vielleicht. S1 ist eigentlich schon gut. Aber vielleicht musst du S1 hinkriegen und dann mit einem Allrad. Vielleicht. Oder du baust einfach nur ein Driftauto daraus, fertig. Obwohl, ich finde das irgendwie zu schade, weil der fährt sich echt geil. Die Bremse packen. Ist alles kein Problem hier. Rumrutschen macht er halt wirklich auch echt nur in Extremsituationen. Da muss er schon fast zu zwingen, ne? Warte mal. Guck, es ist voll schwer. Voll schwer. Ist schwer, den quer zu kriegen, so. Das sieht echt geil aus, ne? Also mal gucken. Also ich will mir auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal so einen Driftwagen davon bauen. Ich glaube, als Drifter wäre der auch geil. Wenn er schaltet immer, ne? Richtig gut. Aber ich muss halt noch irgendwie so ein M4 kriegen. Muss noch einkaufen. Weil ich habe keine Lust jetzt hier einen von den beiden, die ich jetzt habe, wieder umzubauen. Der eine bleibt jetzt ein CSL, da muss ich nur den Motor noch tauschen wieder auf Standard. Und der hier, ich weiß nicht, ich glaube, der bleibt auch so, wie er ist. Und dann hole ich mir noch einen Drifter. Mal gucken, vielleicht mache ich da nochmal ein bisschen spektakulärere Folie. Also vom Aufwand her war die CSL-Folie ein Krampf, ne? Also das ist ungelogen. Nur an dem Kühlergrill war ich 1,5 Stunden. Ne? Das ist schon ein Herpes gewesen. Und dann nochmal ungefähr 1 Stunde oder so für die Motorhaube. Ja, so 3,5 Stunden bis 4 Stunden hat das schon gedauert, ne? Und dann muss noch die Zeit einrechnen, bis ich die Autos mal hatte, ne? Alter, also das erste Auto ging schnell, 5 Minuten. Aber das zweite, da war schon wieder eine Brücke, ne? Ich check das nicht, ne? Kommt da gleich noch eine? Ja, jetzt passt mal auf den Sound auf. Ich sag jetzt mal nix. Digga, was ist das? Junge! AAA-Titel! So läuft das hier. Was schafft die Bude? Ich hab nicht drauf geachtet. 390 oder was? 390. Ah. Guck mal, geil. Ja. 6 Minuten. Aber ich sag euch ganz ehrlich, die Traktionskontrolle hat hart runtergeregelt. Also, ich würde empfehlen, wenn ihr das als Racer fahren wollt, S2 macht ja eh keinen Sinn, ne? Da kommst du ja nicht mal ans Ende. S1 auf jeden Fall. Und dann Allrad einbauen. Oder ihr sagt, Digga, ich fahre immer ohne Traktionskontrolle, ich regel das so easy. Ja, dann mach halt, ne? Aber ansonsten, Allrad würde ich nehmen, bisschen hacklastig machen. Oder ihr macht mich daraus einen Drifter. Ich glaube, das wird auch richtig geil. Leute, eure Meinung in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder gleich im Stream. Mal gucken. Es ist schon so spät, jetzt muss ich richtig reinhauen, Alter. Leute, macht's gut. Haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. Yeah.